Hallo liebe Kater und Katzen und diejenigen, die einen Kater oder eine Katze haben und willkommen zurück zu The Long Dark. Ich habe schon Stifte in der Hose. Sei ich jetzt gleich so ganz unverblümt. Hallo? Mal gucken, wie viel ich noch hab. Ich habe eine. Ich erinnere mich noch, wie viel 1000 Wölfe da drumherum waren. Direkt am Anfang springt mir gleich Avira rein. Pardon. Bitte ich sehr zu entschuldigen. Ja, da war ein Wolf. Die Wölfe sind jetzt alle um die Gleisee. Ist natürlich ein bisschen scheiße, weil klar, wo sollen die Wölfe sollen sonst hin? Ne? Das Problem, ich bin gerade sehr angespannt. So. Ja, Benny kämpft. Du nimmst schon einen Ton auf, glaub mir. Ihr hört schon was. Da könnt ihr mir wohlwollend vertrauen. Hoffe ich zumindest. Also ich habe gerade eben noch alles überprüft und da war es noch in Ordnung. So, da hinten ist nichts. Gut. Ha! Was war. Noch Stark hat manchmal so seine Aussätze. Weiß ich auch nicht. Sieht so trostlos hier aus. Trostloses Marschland trifft es einfach wie mit der Faust aufs Auge. Problemo Grando ist, ich weiß noch ganz genau, dass da hinten Wolf war. Den haben wir das letzte Mal gesehen. Danach habe ich mich entschieden, über das Ace zu laufen. Im Nachhinein hätte ich dann doch vielleicht lieber eine Wolf genommen. Hätten wir immerhin eine Überlebenschance. Chance gehabt. Jo, ne? Da ist er. Der kleine Wicht. Und wo? Ach, guck mal da. Und er läuft natürlich direkt durch die Gleisee zu. Naja, gut. Mir soll es recht sein. Ah, wir haben halt nur noch eine Fackel. Nee, so ein Fackel. Wir warten mal, vielleicht läuft er ja drüber. Ich hoffe, da hat kein Kumpan mitgenommen. Ich muss auch lauter reden. Sorry, an die letzten Folgen. Ist schon wieder so leise, aber ach komm. Warte ganz kurz. So, der hat uns erkannt. Und jetzt frisst er Staub. Nee, doch nicht. Okay. Naja, was soll's. Ja, komm doch. Au, meine Hand, du kleiner Bösewicht. Sag mal, wie schlägst du denn überhaupt den armen Wolf? Das ist ja fast schon eine Qual für den armen Typen. So. Wolfbiss. Diese Behandlung war rückgängig. Was müssen wir denn nehmen? Ach so, Schmerzpillen. Pardon, moi, pardon, moi. Ja, immerhin. So. Er ist in diese Richtung weggerannt, warum nicht in die andere? Ach, guck mal, da ist er. Ich denke aber, er wird uns jetzt respektieren. Und schnallen, hey, er ist der Big Daddy hier, der Big Boss. Ja, guck mal, ich sehe hier Blutspuren. So, aber trotzdem kein Grund zur Unvorsicht. Das war bestimmt nicht der einzige Wolf. Da hier links und rechts können wir bei weitem nicht ausweichen. Wir sind jetzt hier bei einem schmalen Grat. Guck mal, hier sind auch noch Lampen dran. Scheiße, die letzte so. Bam! So. So oder so ungefähr. Ich fühle mich auch schon gleich viel sicherer, wenn ich lauter rede und nicht immer so. Ja, jetzt machen wir mal das und das. Sondern wenn ich laut und deutlich rede, fühle ich mich hier aufgerichtet und sicher. Vielleicht hilft das ja auch euch, keine Ahnung. Also mir hilft es gerade 100 Mal. So, wenn da jetzt kein Wolf drin ist, dann heiße ich mit Vornamen Gustav, Gustavo, Gusto, schieß mich tot. Am besten wäre dann ist natürlich noch der Bär drin, dann kommt jetzt da gleich rausgehoppelt wie so ein Karnickel und haut uns dann 10.000 Teile. Toll. So, wie kommen wir jetzt zur Hölle hier rum? Ich lauf mal darum. Weil, so, ich hoffe, da ist dahinter kein Wolf. Wolf? Da hinten ist ein Wolf. Werden wir gleich wieder ein bisschen zurückkehren müssen. Ach, guck mal. Hallo. Ist der komplett blöd? Okay, ich glaube, der ist ein bisschen Besowski. Ah, Wolf. Hallo. Hallo. Scheiß Viech. Na gut. Insofern. Na gut, einige Leute mögen so, andere Leute so.
Was war das denn? Was war das? Habt ihr das gerade gesehen? Ich habe jetzt gerade echt gedacht, der springt uns jetzt jeden Moment an. Nö, chill da. Oh, cool live hier. Ach, hi, übrigens, ne? Wir kennen sie, ich habe dich gerade eben angebissen. Oh, wirklich nicht. Okay, komm mal. Ach, guck mal. Hallo, Herr Hirsch. So, da wird wahrscheinlich bald wieder ein Wolf dran rumnagen. Deswegen lassen wir noch mal einen Wolf ein bisschen Schmaus, oder? Ich meine, ich bin ja kein Tierquäler. Wobei, wir bräuchten das Essen schon dringend, aber ich will, sobald ich hier raus bin, und sobald ich einen sicheren Unterschlupf gefunden habe, werde ich sofort Gott dafür danken oder so. Nach diesem eigentlichen Fakt ist es aus und haben wir nur noch eine Leuchtpistole. Ich weiß nicht, ob dies wirklich so mega bringt. Und außerdem würde ich das vielleicht mal sparen, falls wir hier irgendwelche Rettungsflugzeuge oder was hier entdecken. Wobei der Ding gesagt hat, der Pelzjäger, die Welt ist still. Deswegen denke ich nicht, dass Flugzeuge hier überhaupt noch rumfliegen werden. Beziehungsweise unser eigenes Flugzeug ist ja abgeschmettert. Von dem her, boah, war ich gerade erschrocken. So, da hinten ist... Sag mal, wie viele Wölfe hier sind? Das ist doch nicht nur normal. Da hinten ist schon wieder einer. Komm, der lockt mich aufs dünne Eis. Oder das ist ein filigranes Elfchen. Guck mal. Der läuft da. So, der dreht sich um. Auch gut. Da kann man drüber laufen. Wo ist jetzt die kleine Honigschnute hin? Da hinten. Da hinten ist eine Art Unterstand. Was war das denn? Willst du mal bitte ein bisschen deinen Magen trainieren? So, bitte kein dünnes Eis. Und das war's jetzt. Wir sind tot. Wir sind sowas von tot. Wir haben... Ja, folgende These. Wir haben jetzt nur noch die Olle. Ich habe keine Ahnung, wie man das Teil bedient. Null Plan at all. Gute Voraussetzung. Ja. Ich höre hier Graben schreien. Krähen. Game of Thrones. Okay. Pardon, da war ich schon wieder ein bisschen ab vom Thema. Warum bin ich gerade in letzter Zeit so Game of Thrones lastig? Ich weiß es nicht. Das ist für mich einfach eine ganz normale Serie. Ich finde es jetzt nicht mega toll, aber ich finde es ja nicht mega blöd. Das war einfach eine Serie halt, ne? Ich mache mir allgemein nicht so viele Serien. So, hier haben wir schon mal eine good Overview, aber ich sehe hier, bis auf da hinten, wo wir jetzt gerade eben an dem Wolf irgendwie uns herumgetingelt sind, sehe ich hier nichts. So, jetzt, damit er nicht schon wieder hier eine ganze Geräuschkulisse macht, laufe ich mal hier so ein bisschen. So. Ist aber schon cool hier, ne? Ich finde allgemein dieser Story Mode, der hat schon was. Ja, hier ist der ganze Güterwagen hier angerauscht oder was. Guck mal, wie lang der war. Waren lauter Holzwägen. Die haben wir ja schon in den alten Dingern gesehen. Im alten Gebiet. Wir haben jetzt mit diesem Marschland wirklich nichts gesehen. Sind da jetzt einfach echt nur durchgemacht und durchmarschiert. So, jetzt ist hier noch ein Wolf oder ein Bär. Das wäre natürlich noch das Highlight des Jahres 2017. So. Da sind wir jetzt. Sind wir echt ganz schnell durchgestraxt. Ich hoffe, im neuen Gebiet gibt es dann immer ein paar Häuser. Aber das Problem ist, da müssen wir jetzt ja nochmal durch, und zwar mit dem Rückweg. Ob es gut ist, dann haben wir vielleicht ein Gewehr, aber dann haben wir nicht genug Munition, wir können ja nicht hier jeden Wolf verschießen. Und es geht weiter, und ich hoffe, da ist kein Wolf. Ey, wenn da ein Wolf ist, ich krieg zu viel. Wenn da ein Bär ist, ich krieg zu viel. Wenn da irgendwas ist, ich krieg zu viel. Dicker Wolf. Okay. Bis dato sieht es hier sehr ruhig aus.
Schmelzesee-Zuglinie. Ja, wir sind tatsächlich gerade eben durch das trostlose Marschland innerhalb von 10 Minuten durchmarschiert einfach. Nicht schlecht, Respekt. Würde ich mal behaupten, das machen wir echt schlecht. So, wir haben es gerade Mittag, eigentlich ist Mittagszeit. Der arme Jong hat bestimmt mal ein bisschen Hunger. Ja, wir können mal in die Gipfelbrause rein. Was heißt jetzt wieder entsichert oder wie? Ich wage es gar nicht mal hier in irgendeine Taste zu drücken. Weil dann könnte ich abfeuern und dann wüsste ja jeder, wo ich bin. Toll. Mann, das ist hier auch bescheuert. Guck mal, hier sind überall Berge. Ich sehe wirklich nichts. Ich sehe nicht, wo hier Wölfe sind. Ich sehe ja nicht, wo hier Bären sind. Ich sehe ja nichts, nichts und wieder nichts. Da oben ist ein. Da können wir vielleicht hoch. Auf den. Guck mal hier. Ich sehe schon mal immer schon mal eine Laterne. Eine Straßenlaterne. Problem ist, wenn ich wieder so ruhig werde, ich habe jetzt gerade schon wieder. Ich mag's, ich werde schon wieder so ein bisschen ruhiger. So hohe Positionen verschaffen ist immer das A und O für mich bei The Long Dark. Das ist echt immer hier echt super, weil dann sieht man immer sofort, hey guck mal, da ist Wolf, da ist kein Wolf, da ist schieß mich tot, was? Ne, bitte schieß mich nicht tot, bitte, lass mich im Leben, bitte. Darunter? Nee, müssen wir nicht, oder? Wo zur Hölle sind wir jetzt gerade? Sind jetzt hier, jetzt könnten wir da runterlaufen. Toll. Bringt das nichts, wir müssen weiter. Lass kurz schauen. Okay, da geht's auch tief runter, da. Ja. Ja. Ich weiß schon, dass du Hunger hast. Kann ich hier vielleicht raus? Jetzt sind wir hier festgesteckt, oder was? Natürlich. Ich hier? Ah. Ich bin ein gewitzter Kauz. So ein gewitzter Kauz. Lalala. Mal schauen. Oh Mann. So wie in den James Bond Filmen. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Wenn jetzt hier aus nur irgendeinem Winkel ein Wolf rausgeschlendert kommt, ich bring den um. Ich hack den zu Brei. Bring meinetwegen noch seine Großmutter. Nee, die Großmutter bringt man nicht um. Seht ihr auch das, was ich sehe? Da kommen hier keinen Schritt weiter. Lol. Wir werden hier runter müssen. Zum einen her Zum einen glaube ich nicht, dass hier so viele Wölfe sind, weil ja hier so bergiges Gelände ist. Zum anderen stört sich ja hier auch keiner. So, da hinten sehe ich glaube ich ihn. Problem ist, hier finde ich mal gern Ferngläser, das wäre auch cool. So, ich habe einen Wolf entdeckt. Entdecken ist immer auch hier das A und O. Ja, ohne Entdecken geht nichts. Wir laufen jetzt extra mal so. Ist ganz da hinten. Ganz rein eventuell, kann ich mich vielleicht hier. Ja, ja. So, der hat mich noch nicht gewittert und ich glaube, wir müssen jetzt darüber. Genau da, wo dieser kleine Mistwolf ist. Läuft da und pirscht und pirscht. Hurra. Kann ich kommen? Nehmen wir den. Sorry. Ich bin gerade ein bisschen schweigsam. Tut mir leid, aber ich muss gerade. Ihr seht die angespannte Situation. Die Situation wird unterschätzt. So, von hier oben, guck mal, von hier oben können wir ihn sehr gut sehen. Ich glaube nicht, dass er jetzt hierher kommen wird. Schauen echt mal ganz kurz auf die Karte. Ich glaube, wir sind jetzt an irgendeinem See. An irgendeinem See, guck mal, das ist der hier. Wir sind jetzt hier.
Da muss es weitergehen. Wir müssen wieder nach oben. Wir gehen nochmal nach oben und schauen nochmal. Desto eher ich von diesem Wolf wegkomme, desto glücklicher bin ich. Wir müssen doch hier bestimmt irgendwie weiterkommen. Kann nicht sein, dass jetzt hier einfach Bombenende ist. Nee, guck mal, da ist so ein fetter Erdrutsch. Ach ja, na Glückwunsch. Ein Erdrutsch! So, ich sehe, wir müssen dann wahrscheinlich da irgendwie hinten rum. Geht das überhaupt? Frage in die Runde. Navigation. Wenn wir dann hier... Dann müssen wir tatsächlich irgendwie hier um den Berg rum. Oh, nee, das dauert doch Jahre. Okay. Aber wenn uns keine andere Wahl bleibt, ich meine, was wollen wir machen? Wenn sie jetzt hier runterschlägt, ey. So, der Wolf, der pirscht da. Oh, ja, okay. Oh, hab ich einen guten Tag heute. Na toll. Ich überlege gerade, wenn wir theoretisch, wir gehen dann nochmal ein Stückchen zurück, ne? Und dann gehen wir so. Und dann wird es vielleicht besser klappen. Ich weiß das nicht. Wo ist der Wolf hin? Da hinten. Da hat ein Karnickel erregt. Okay. Können uns ja eigentlich auch mit bedienen, oder? Ja, wir müssen uns leider vielleicht von dem Wolf. Wir werden wahrscheinlich 1 gegen 1 machen. Ich und der Wolf. So, das kann jetzt ein bisschen ungemütlich werden. Geronimo! Haben wir's. So, Leute, 1 gegen 1, Wolf gegen Mensch. Auf wen tippt er? Ich tippe näher auf den Wolf, aber. Aha! Stirb, Wolf! Ey, Wolf, gell? Ich hab noch mehr. Ich hab noch mehr. Das ist kein Problem. War nicht gut gezielt, aber immerhin war es ja wirksam. Dankeschön. Habe ich mir das immerhin das Jagen erspart. Hua, hoch da! Sofort! Wenn der Wolf wieder zurückkommt, darf ich gar nicht wissen, was er mit uns anstellen will. Ist das hier richtig? Well, I don't think so. Wir müssen doch hier. Ach, ich gehe mal da runter. Dann A, dann darüber, okay. Nee. Hm? So. Cold. Ja, ja, du armer Taugenichts. Ich verstehe es gerade nicht, wo müssen wir jetzt hier lang? Wolf Pirsch da, okay. Die, if I don't warm up soon. So, wir balancieren da rüber, da wird der Wolf bestimmt nicht rüberkommen. Haha. Damn, freezing. Ja, die ist kalt, das ist mir auch bewusst. Ganz ehrlich, mein Jotto Jung, mir wäre es auch kalt.
an deiner Stelle, aber das tut jetzt gerade nichts zur Sache. Du musst jetzt hier irgendwie überleben. Denk an Astrid, an deine tolle, verlobte, geschiedene Schieß mich tot.